Ja, sehr, 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 sehr sensibel das Mikrofon. Da ist auf jeden Fall irgendwo was. Aber hier kommt nichts rein aktuell. Hä? Bewege dich rückwärts. Ah, okay. Sieh halt einfach nix. Ich habe aber noch eine Batterie, das ist okay. Rechts irgendwo langlaufen, weil links ist lauter. Ja. Gras verstecken tue ich auch. Oh, da ist noch einer. Hier sind einige Leute. Da ist einer. Da schlendert einer. Meine Fresse, ey. Was tue ich mir eigentlich mit euch immer an? Ja. Kannst du bitte wieder gehen? Krass, 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 krass. Geh einfach weiter. Nein, 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 lauf, 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 lauf. Das war die falsche Richtung. Was zur Hölle? Was? Die können mich nicht sehen? Uiuiuiui. Wir müssen wie Gott sein. Diese Frau, ist das unsere Frau? Lynn! Fallen vom Himmel. Diese Schreie immer noch dazwischen, ne? Wahnsinn. Ich traue mich gar nicht, jetzt irgendwie weiterzugehen, weil der die ganze Zeit weiterlabert. Ich nehme das jetzt mal auf hier. Ich lese das jetzt mal kurz. Also, meine Liebe, bitte versuche stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen.
Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren Augen, wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein, Philipp. Hör mal auf, so rumzuschreien. Ist doch okay jetzt. Achso, ich gehe in die falsche Richtung, ne? Ich muss in diese. Hier, da ist ein Turm. Müssen wir in den Turm vielleicht? It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here and nobody knows about it? It's not possible. Sieht echt mega riesig aus. Okay. Achso, ich brauche mal hier wieder ein Batteriechen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ist die Tür auf? Nein. Muss ich ein Loch im Zaun finden oder was? An der Seite irgendwo lang? Da. Klar. Was ist das? So, Scheinwerferlicht. Okay. Gehen wir mal rein in dieses Haus. Da sieht man schon wieder dieses T von Outlast. Cool gemacht mit dem Schein auf dem Boden. Warum kann ich da nicht rein? Okay, damit kann ich leben. Hier, das ist ein Bibelauszug oder sowas. Okay. Man sieht einfach nichts. Man macht eine Tür aus, man sieht nichts. Das ist so gemein. Oh, und wieder in den Keller. Hallo? Bin abgestürzt. Give me our lives. Give me your children. Give me their lives. I will save you only so many times a body can promise the end of the world. Ich bin so. Ich bin so angespannt innerlich gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Es tut mir leid, wenn ich das da nicht so gut kommentiere. Oh, ich muss in die Falle rein, oder was? Hallo? Alter, so krank, was hier abgeht. Paul. Da du Papa Knots Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knot nicht erreichen kann.
Doch schien Val mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Val, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knot Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was ich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ruth. Hallo? Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass irgendjemand oder irgendwas kommt und mich da drin einsperrt, tötet, fängt oder was weiß ich nicht. Aber... jetzt zurück oder woanders? Na, muss ich jetzt hier jemanden retten? Ah, okay. Nee. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. So, das ist jetzt hier. Das sind die ganzen Sachen. Okay, okay, okay. Drück mal bitte Tab. Ja, ja, ja. Habe ich gerade gemacht. Da habe ich dann den Schlüssel, aber ich kann leider nicht sehen, wofür der Schlüssel ist. Habe ich noch eine Batterie? Oh, ich habe keine Batterie mehr. Oh, oh. Wofür ist der Schlüssel? Geh mal wieder rauf. Vielleicht für eine andere Tür oben. Hallo? Scheiße, jetzt gehen die Batterien alle. Verdammt. Eine Truhe? Kann ich die mit dem Schlüssel aufmachen? Oder hätte der das jetzt automatisch gemacht? So ein Schmarrn. Ich guck mal nach deiner Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Unten eine Truhe. Finde keine Truhe hier. Truhe. Truhe. Hier unten drin eine Truhe? Oder was? Nee. Boah, ich sehe nichts mehr. Das ist ja schlimm. Okay, okay. Kann hier... ich kriege hier aber auch nicht irgendwie so einen Hinweis, dass ich irgendwie was öffnen könnte. Jetzt laufe ich hier blind durch die Gegend rum. Ah, eine Batterie. Okay. Okay. So. Jetzt kann ich nochmal nach einer Truhe gucken. So, da unten drin ist keine Truhe. Da ist einer drin, den ich aber, glaube ich, nicht rausholen soll. Nein. Okay. Hier hinten ist auch nichts. Nur die tote Frau, der Typ in seinem Käfig. Den Schlüssel haben wir von hier. Hier haben wir den Schlüssel her. So, da ist der Schrein. Da steht immer irgendwas drauf. Da ist noch Kiste, Besen, Lampe, Kartoffeln oder Zwiebeln oder was das sein sollen. Also da war jetzt schon mal keine Truhe. Hier kann ich nichts aufschließen. Und hier bin ich jetzt wieder draußen. Seiteneingang finde ich auch nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt hier rein. Aber da komme ich mit dem Schlüssel auch nicht rein. Und die Tür ist blockiert. Hä? Irgendwas checke ich gerade nicht.
Irgendwas verpenne ich hier gerade. Irgendwas hier oben? Hatte ich hier oben irgendwo durch? Ich meine, da hinten ist ja eine Tür. Vielleicht muss ich zu der Tür, aber wie komme ich da hin? Das wäre eine Möglichkeit, dass ich da hinten zu... Alter, verarsch mich doch nicht, ey. Meine Fresse. Bandagen. Muss ich den verbinden? Nö, ne? Ich denke mal, mir geht es gut soweit. Headset fast weggeschmissen. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, wie lange ich das noch so mitmachen kann. Aber aktuell... Ach, das ist die blockierte Tür. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ja, guck. Ja, guck. Wir haben es auf die andere Seite geschafft. Ich kann mich in einem Schrank verstecken. Das Spähen ist doch scheiße, wenn ich die so einen Spalt aufmache, dann würde ich doch so gucken und nicht so dahinter bleiben, dass man nichts sehen kann, ey. Das Spähen ist doch richtig mies. Die ist zu. Die ist auch zu. Ist das Lynn? Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Okay, we have to run? Hey, 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 hey. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Alter. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. Die haben bestimmt irgendein Ritual mit ihr gemacht. Gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. This evening, after all these they're years, coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world. Ich spare mal Batterie. Oder ach ja, das kostet aktuell Batterie. Sie trägt ein Kind in sich. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please.
Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel! Okay. Revelation is upon us. Stay back! And we must. I'll be gentle. Show no mercy. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God, no! God, no! God wants the child. Lynn! God wants the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! The child. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get, no! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! God doesn't love you, not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Das war so fucking eklig. Jesus God. Fuck were they? Hallo Bad Boy. Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Was waren das denn bitte für Gestalten gerade? Alter, Alter. Boah, mir läuft gerade so ein richtiger Schauer den Rücken runter, ey, Alter. Widerlich, ey, richtig widerlich. Also sie ist auf jeden Fall schwanger, sie will aber nicht drüber reden und die haben irgendwas mit dem Kind gemacht. Was sie auch nicht sagen möchte. Und das wird alles in allem am Ende richtig, richtig kacke für uns laufen. Bis die Tage und danke für den Stream. Ja, ich danke dir fürs Einschalten. Bis die Tage, gerne wieder. Da ist jemand. Du siehst mich nicht. Muss ich denn hin? Muss ich jetzt in das Gebäude da rein? Wir tauchen mal drunter durch.
Meine Güte. Muss ich zu dem Haus hier? Ich weiß es nicht. Ich tauche mal drunter durch. Gucken, was passiert. Wir hatten ja zwei Wege zur Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ohne zu wissen, was ich hier eigentlich mache. Ich bin wieder in der Schule von ganz am Anfang. Also in der Schule jetzt. Musikunterricht. Kenne ich auch noch. War ich nicht gut drin. Typische Abdrücke vom Tafelputzen. Überall die Kreidedinger dran. Irgendwas übersehen? Ich komme hier nicht raus. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Ich erinnere mich nicht dran, muss ich ehrlich sagen. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Bin wieder in der vierten Klasse. So kann man das auch sagen. Können wir weitergehen? Vielleicht aus dem ersten Teil irgendwas. Nee, tatsächlich nicht. Das wüsste ich. An der Stelle kann ich auch gerne mal jedem sagen, der den ersten Teil vielleicht nicht kennt, habe ich gespielt mit dem DLC dazu. Kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen. Hallo? Ich geh mal hin. What? Diese Geräusche. Ah, Leute.